Jo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ranch. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Folge von Twin Saga. Ja, ich habe das Video jetzt mal ein bisschen geschnitten. Ich hoffe, dass es auch mit der Stimme ein bisschen besser passt. Denn ich nehme die Stimme derzeit mit Vegas Pro 14 auf. Eigentlich will ich es mit TeamSpeak aufnehmen, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Naja, ist auch egal. Ja, ich habe das auch ein bisschen zusammengeschnitten, also ich habe die unnötigen Sachen ein bisschen rausgeschnitten, wenn ich gelaufen bin oder ja, unnötige Sachen einfach gemacht habe, die einfach mit der Story eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und ich hoffe, dass es euch so hier gefallen wird. Hier hätte ich fast aus Versehen das Spiel ausgeschaltet. Aber naja, jetzt hier ist halt dieses Riesending, das uns killen möchte. Und ja, ich bin dann auch gespannt, ob das dann auch so gut ankommt. Ich hoffe mal. Hier, wo ihr seht, bin ich, glaube ich, Level 25. Ich sehe das gerade nicht so richtig. Ich glaube aber schon, dass ich Level 25 war, so ungefähr, so Pi mal Daumen ungefähr oder 28. Ich bin natürlich jetzt schon viel höheres Level. Ich kann leider nicht weiter leveln, denn ich habe derzeit aber viel zu viele Videos gemacht. Die muss ich jetzt erstmal alle schneiden und rendern. Und dann kann ich halt weitermachen, weil sonst verliere ich einfach den Überblick. Ich bin derzeit auch schon Level 40 jetzt. Ist halt auch kein Spoiler, ich sage euch auch nicht, was so passieren wird. Aber ich bin halt schon Level 40 und ja, gefällt mir. Es wird dann auch von, also ich will jetzt in dem Video jetzt über ein bestimmtes Spiel reden. Das heißt, oh, ich weiß gar nicht, wie das Spiel jetzt gerade heißt. Aber das ist so ein neues Spiel, was von Gameforge rauskommen wird. Und das sieht für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich gut aus. Ja, was heißt für meine Verhältnisse? Also für ein Anime-MMORPG-Spiel sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Twin Saga sieht auch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also da kann man zu dem Spiel eigentlich nicht großartig meckern. Ich glaube, hier gibt es eigentlich so gut wie gar nichts zu meckern. Ich habe nur gehört, dass in Twin Saga das PvP-System ein bisschen scheiße wäre. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin Level 40 und habe vorhin gestern gegen den Level 48er gespielt und ich habe gegen ihn natürlich verloren, denn ich bin halt Level 40 und der ist halt Level 48 und natürlich verliert man da. Ja, aber mal sehen, wie das PvP-System ist. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der gerne PvP spielt. Denn ich bin einer, der gerne halt eher so auf PvM-Basis das Spiel spielt. Also ich bin einer auch, der gerne nur PvM spielt. Und genau. PvP ist halt nicht so mein Ding. Und ja. Das wissen auch ein paar Leute, dass ich PvP überhaupt nicht mag. Zum Beispiel, wo ich es überhaupt nicht mag, ist halt bei PvP, ja, bei Metin 2 zum Beispiel, ja, Lost Tale ist eigentlich ziemlich gut, aber haben sie leider ein bisschen verkackt. Und ja, PvP kann natürlich Spaß machen, aber bei MMOs ist es so eine Sache, dass man das alles fair gestaltet. Ja, zum Beispiel bei LoL ist es halt fair gestaltet. Es geht halt, also einer, der mehr Erfahrung hat, ist auch natürlich viel, viel besser als einer, der gar keine Erfahrung hat oder sehr wenig Erfahrung hat. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, das Spiel heißt Soul Worker Online. Ist ein Free-to-Play-Spiel, ein MMORPG. Ich hoffe, dass es dann kein Pay-to-Win wird. Kein Pay-to-Win-Spiel. Dass man halt unbedingt sich was kaufen muss, um zum Beispiel seine irgendwas zum Upgraden oder so. Ja, ich hoffe, dass nicht so wird. Ansonsten bin ich da ziemlich enttäuscht, weil ich habe keine Lust, dass es jetzt ein Lost Tale 2.0 wird. Genau. Vielleicht werde ich euch von dem Spiel ein paar Szenen einblenden. Ja, genau, das werde ich dann einfach jetzt einblenden. Ja, wie man hier sieht, ist es ein ziemlich cooles Spiel. Also so eine Frau mit so einer Gitarre, ja, ist ziemlich nice. Und da gibt es auch Pets wie Hund und so. Ja, kommt bei Gameforge raus. Genau, jetzt habt ihr die ganz, ja, ganz kurz Eindruck von dem Spiel jetzt gesehen. Ich finde das Spiel eigentlich sehr geil. Und ja, hier gerade in der Mission. Also reden wir mal kurz über das Spiel erstmal. Also
Ja, ich bin gespannt, was für Klassen da noch gibt. Also das mit der Gitarre ist eine sehr, sehr coole Klasse. Ja, was gibt. Ich weiß nicht, was könnte man denn vielleicht mit einer Flöte vielleicht irgendwas rausbringen oder sowas. Ja, irgendwie sowas, aber was ich gesehen habe, gibt es auch irgendwie so Lanzenträgerin oder Lanzenträger gibt es auch. Ja, viel gibt es da nichts, weil derzeit gibt es da Closed Beta irgendwo, also in europäischen Räumen eigentlich gar nicht. Nur in den asiatischen Räumen da, aber ja, ist ein tolles Spiel, ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. Und ja. Wie ich höre, habe ich gar kein Rauschen hier im Video. Ich glaube, es liegt echt an den Programmen. Höchstwahrscheinlich werde ich mir Vegas Pro 14 kaufen. Ich klicke mir immer einfach jetzt 100 auf Seiten. 100 Euro. Wenn ich die 300 Euro habe, dann werde ich es mal kaufen, Vegas Pro 14. Denn ich finde das Programm sehr, sehr gut. Und nein, Leute, ich werde es mir nicht illegal holen. Denn gecrackt ist illegal und das sollte man nicht machen. Man sollte es lieber kaufen, sparen. Und so ist es auch viel, viel besser. Ja, das nutze ich dann auch für meinen neuen Laptop, also für meinen Gamer-Laptop, kann ich dann auch schneiden. So, und ja, jetzt zu Twin Sage, hier haben wir ein paar Quests zu erledigen, also Monster killen, ja, nichts Besonderes, was man halt oft hier machen muss, Monster killen und so. Was an dem Spiel ist halt, es ist ein cooles Spiel, natürlich, es gibt natürlich immer in dem Spiel einen Kritikpunkt, bei den Spielen ist es halt, keine so richtige Questabwechslung. Heißt, ja, geht da und dahin, killt so und so viele Monster, sammelt dies und das ist keine Questabwechslung. Da kommt nicht so, ja, kill mal vielleicht eventuell, zum Beispiel PvP den, besiege ihn, überlebe zum Beispiel 5 Runden, oder da kommt dann zum Beispiel, was eine Questabwechslung ist, was ich gut fand, ist das mit Dungeons. Das ist sehr, sehr gut. Manche sind ziemlich schwer, muss ich sagen, mit manchen Klassen. Mit Paladin ging es eigentlich so. Also ich hatte jetzt nicht so die Schwierigkeit. Ich bin in einem Dungeon einmal gestorben, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich gewascht bin. Das wird man dann auch später dann auch noch sehen. Und genau. Hallo? Hallo? Ja, okay, man hört mich. Ich dachte, man hört mich nicht. Tut mir echt leid. Und das schneide ich jetzt nicht raus, das ist zu krass. Ich habe mich wo ganz anders orientiert, denn ich habe hier zu viele Anzeigen, wo Töne sind. Einmal Ton fürs Spiel und einmal Ton für mich. Und da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen und ich dachte, man hört mich jetzt nicht. Aber ja, man hört mich trotzdem. Genau, ja, hier ist halt, ja, Dungeon halt. Im Spiel finde ich auch gut, dass es auch unterschiedliche Kostüme gibt. Genau, ich habe jetzt so welche Teufelsöhrchen. Die finde ich eigentlich ziemlich interessant. Sieht auch ziemlich sehr, sehr interessant aus in dem Spiel. Und ja, also falls es irgendwer spielen möchte, unten in der Beschreibung ist auch der Link von Server. Ich versuche jetzt einfach mehrere Beschreibungen für unterschiedliche Spiele zu machen. Finde ich eigentlich besser, weil für jeden Spiel eine Beschreibung zu machen. Dafür muss ich halt mehrere Ordner machen, ansetzen. Ich habe extra auch Ordner gemacht für YouTube-Ordner. Ich habe YouTube Ordner gemacht, wo halt ganze Videos sind, die ich schneiden muss, ein Ordner Videos, die ich hochladen muss, ein Ordner Videos zum Beispiel von Movie Maker oder von Camtasia Studio, spezielle dann genau für AMV Videos habe ich auch Ordner gemacht und Wallpaper, Bilder, geschnittene Bilder, Thumbnails und. Also sehr, sehr viele Ordner. Man muss natürlich sowas machen, sonst hat man gar keinen Überblick. Und das ist halt das Wichtigste. Ja, diese Quest fand ich lustig. Hier gab es solche Dinger, die mir sogar ziemlich, die mir eigentlich schon relativ viel Damage gegeben haben. Und das war eigentlich nicht so lustig, muss ich sagen. Ging eigentlich aber so mit den ganzen Heals und so. Also Paladin hat diese Skills, wo man sich healen kann. Also einmal sich selbst und seine ganze Mannschaft healen kann. Und halt einmal, wenn man den Gegner schlägt, bekommt man nochmal Heal halt dazu und dann nochmal Death dazu hat man noch ein Buff und auch mal ein Buff, dass man 10% mit Damage macht. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich spiele das Spiel schon seit 3 Tagen nicht mehr, weil ich noch immer nicht mit den Videos hinterherkomme, weil ich muss aber zu viel schneiden und ich habe am Tag Maximum 2 Videos zu rendern, weil das dauert ein bisschen immer, weil ich will auch eine gute Qualität euch bringen. Hier in dem Video schneide ich das erste Mal mit Camp. Mit Camtasia Studio, ne, mit Movie Maker. Alter, es sind so viele Programme, Sony Vegas Pro 14.
schaut sich Benutzer mal zu viele Programme verschneiden und so. Genau, so wie wir es probiert sind. Ich mache halt so immer, dass ich meine Videos einfach nur Let's Play, paar Dinge nenne, am Schluss nichts, weil es sind aber zu viele Videos, die ich einfach rendere und schneide und so weiter, und ich kann mir einfach das alles nicht merken. Ich versuche das in Zukunft besser zu machen, aber zurzeit geht das leider nicht so, wie ich es möchte. Und genau. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, weil ich schneide die Videos halt so, dass es halt, ja, dass ich halt die ganzen unnötigen Szenen rauslasse und dass die Videos auch ein bisschen kürzer sind. Ich will sie jetzt nur noch so auf circa 10 Minuten halten. Dafür halt ein bisschen kompakter, und das hat man auch mehr zu sehen, anstatt ihr habt da keine Lust zu sehen, wie ich da nur rumstehe und nichts mache. Natürlich werden da ein paar Videos geben, wo ich upgrade oder sowas. Das lasse ich natürlich. Genau. Ich habe ja auch ein paar Szenen rausgelassen, wo ich Monster kille für eine Quest, weil ein Monster, ich habe nur ein Monster gekillt und so. Und ich lieber so wo ich halt mehrere auf einmal kille, ist halt interessanter anzusehen. Und ja, ihr seht, mir fällt eigentlich nichts mehr ein, über was man jetzt reden könnte. Ja, hier reden wir, ja, genau, vielleicht da. Das sind ja diese Bösse, diese Mini-Bösse. Genau, das habe ich nicht so ganz kapiert, diese Zeichen da, was es ist. Er hat da irgendwie nichts gemacht, aber naja. Wie ihr seht, haben wir eigentlich auch ziemlich wenig Damage, und er macht mir eigentlich so gut wie gar kein Damage, aber naja, hört man ja. Und die Sache ist halt, das sind ja diese Bösse, und die sind die größten Lappen, die sind richtig schlecht. Der eine ist auch in dem Part oder in dem letzten Part auch, oder im vorletzten Part irgendwie auch runtergefallen von so einer Klippe. Ich weiß jetzt nicht, ob das der war, aber ich glaube nicht, dass es der war. Ich glaube, der wird sich aber nur noch rächen, weil ich ihn ermordet habe. Das arme Ding, das tut mir echt leid. Naja, kann man halt nichts dagegen tun. Und genau. Das wird jetzt hier ein bisschen dauern. Ich habe auch hier auch gesucht, wie man machen kann, dass man es auch beschleunigen kann. Weil zum Beispiel sowas würde ich gerne beschleunigen auf 1,35 oder 1,5-fach ungefähr. Das ist halt statt 3 Minuten, wo man das sieht, dass ich 3 Minuten kämpfe, dann nur noch 1 Minute 30 zum Beispiel, nur noch die Hälfte davon. Oder auch 2 Minuten. Weil es ist halt ein bisschen langweilig, sowas zu suchen. Aber wenn man gegen einen Riesenboss kämpft, ist es nicht langweilig, denn das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und ja, Leute, eigentlich sind wir jetzt zum Schluss angekommen. Ja. Ich hoffe, dass es euch so gefällt, dass ich die Videos so schneide. Denn ich muss mir bald Sony Vegas Pro 14 mehr kaufen. Ich warte noch ein bisschen, wahrscheinlich wird noch ein Angebot kommen. Denn es kam ein neues Sony Vegas Pro 15 raus. Und wahrscheinlich wird der 14er etwas billiger sein. Ich hoffe so auf die 200 Euro oder auf 150 Euro. Das wäre dann eigentlich ziemlich toll. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und jo, viel Spaß am Zocken, lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao! だぜ。